Und da sind wir wieder zurück bei Dragon Age Origins mit der Nadja im Diamantviertel. Die Versammlung tagt gerade. Wenn ihr leise seid, könnt ihr hinein und zusehen. Alles klar, wir gehen in die Versammlung. Selbstverständlich. Euer Verstand muss zu Staub zerfallen sein, wenn ihr glaubt, dass wir das zulassen. Die Hälfte der Häuser fiele ohne den Handel mit der Oberfläche dem Ruin anheim. Der Vorschlag gilt nur so lange, bis gewährleistet ist, dass die Oberflächler uns respektieren. Damit ihr bequem die ganzen Verträge übernehmen könnt. Eher pflanze ich euren Kopf auf eine Speerspitze. Dashiers Lords und Ladies der Versammlung. Ich habe zur Vermeidung von Gewalt bereits die Wachen verdoppelt. Reicht das immer noch nicht? Seneschall Bendelor, Belens Anhänger fesseln uns die Hände mit Banalitäten. Wir könnten ebenso den Stein abtragen und den Himmel hereinlassen. Ich schlage vor, wir stimmen ab. Und ich schlage vor, dass ihr Bekanntschaft macht mit meinem Familienstreitkolben. Genug! Die Versammlung vertagt sich, bis die Mitglieder sich wieder beruhigt haben. Tja, na dann, Seneschall Bandelor, hallo. Bei allen vom Stein verlassenen Narren und Staubfressern. Tut mir leid. Das ist die Versammlung der Clans. Nur Dashirs und Staatsgäste haben Zutritt. Erkennt ihr einen grauen Wächter nicht? Verzeiht, ich bin müde und habe die Nachricht der Torwache völlig vergessen. Willkommen zurück in Orsamar, Wächter. In den letzten Tagen hat sich viel verändert. Doch trotz allem Respekt für eure Position wird man euch erst anhören, wenn auf dem Thron wieder ein König sitzt. Und wer hat die Befugnis, mir zu helfen? Dulin Forenda, Harrimonds Berater, hält sich im Harrimond-Anwesen auf. Walter Gevorn, Prinz Belens rechte Hand, ist oft hier in der Versammlung anzutreffen. Ich wünschte, ich hätte mehr für euch tun können. Okay. Wächter, ich fürchte, die Versammlung debattiert immer noch. Was kann ich für euch tun? Wie sieht es mit der Wahl aus? Zum jetzigen Zeitpunkt steht es unentschieden. Ich würde auf keinen der beiden wetten. Noch ist alles offen. Eine große Überraschung könnte die ganze Sache entscheiden. Okay. Wächter, ja. Ich fürchte, die Versammlung debattiert immer noch. Wer Was ist kann in der Versammlung? Nur Vertreter der größten Adelshäuser. Und selbst sie müssen einen Dashir-General oder Paragon unter ihren Ahnen vorweisen können. Als Seneschall bin ich ein Mitglied ohne Stimmrecht. Ich darf zur Wahl keine Meinung äußern. Obgleich ich über unsere Mitglieder natürlich eine okay, habe. Okay, gut. Lässt sich dieser Stillstand denn irgendwie aufheben? Ich gebe zu, Wächter, da bin ich selbst ratlos. Es liegt an Prinz Belen und Lord Harrimond und in diesen unsicheren Zeiten sind beide sehr misstrauisch. Dulin Forenda, Harrimonds Berater, hält sich im Harrimond-Anwesen auf. Walter Gevorn, Prinz Belens rechte Hand, ist ja, okay. oft hier... Ich würde... Das haben wir schon. Gut, dann sprechen wir doch nochmal mit dem Vortec. Hoffentlich vergeudet ihr nicht schon wieder meine Zeit. Ich habe euch vor eine klare Wahl gestellt. Muss ich so Wenn eigentlich jemanden mit mir reden lassen? Wenn Belen Krieg an der Oberfläche unterstützen soll, müsst ihr ihm helfen, den Thron zu besteigen. Ich bin nicht daran interessiert, Belen zum Thron zu verhelfen. Gut. Aber ihr könnt von meinem Prinzen nicht erwarten, dass er euch euren rechtmäßigen Platz in seinem Haus gewährt, wenn ihr Harrimonds Lügen toleriert. Ich hoffe, dass er seine Enttäuschung nicht an eurer Schwester auslässt. Ich bin hier, falls ihr es euch anders überlegt. Jetzt droht er uns auch noch ganz frech. Okay, dann reden wir jetzt mit Harrimond. Und ich werde aber auch verlangen, dass Harrimond meine Schwester beschützt. Also, Entschuldigung, aber wenn jetzt... Belens Vertrauter mir hier so offen droht. Na, Dulin? Ich hörte schon, dass ein grauer Wächter in der Stadt ist. Ich bin Dulin Forenda, Berater von Lord Harrimond, dem von König Andren bestimmten Thronfolger. Es geht das Gerücht um, dass der Oberfläche eine Verderbnis droht. Eine Schande, dass wir derzeit außerstande sind, zu helfen. Ich habe einen Vertrag der Orsamer zur Unterstützung gegen eine Verderbnis verpflichtet. Mag sein. Und die Oberfläche ist sicher in großer Gefahr. Aber selbst wenn morgen die Welt untergeht, kann Lord Harrimond Belen heute nicht ignorieren. Er kann niemandem trauen, der seine Loyalität nicht unter Beweis gestellt hat. Genug der Spielchen, der Vertrag zwingt euch zur Hilfe.
Ihr bittet den König von Orsama, Armeen an die Oberfläche zu entsenden. Aber wir haben weder einen König noch eine Armee. Im Moment bekämpfen die Männer nicht die dunkle Brut, sondern prügeln sich auf der Straße. Wird die Situation nicht geklärt, kommt es zum Bürgerkrieg. Ja, du hast ja recht. Wenn ihr jetzt zu Lord Harrowmont wollt, müsst ihr beweisen, dass ihr nicht vorhabt, euch später gegen ihn zu wenden. Okay, Vortag will, dass ich Harrowmonts Ruf in den Dreck ziehe. Verstehe. Nun, dass ihr zuerst bei ihm wart, macht euch nicht gerade vertrauenswürdiger. Ihr habt euch doch geweigert. Ich suche nach einem besseren Angebot. Ups. Wenn ihr Lord Harrowmonts Unterstützung wollt, müsst ihr erst eure Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen. Was soll ich tun? Belen öffentlich anprangern? Wenn ihr zeigen wollt, dass ihr Belen keine Loyalität entgegenbringt, dann arbeitet in Harrowmonts Namen gegen ihn. Belen hält heute ein Tornei ab, angeblich zum Gedenken an seinen Vater. Die Dashiers nehmen es sehr ernst. Unglücklicherweise konnte Belen die besten Kämpfer des Hauses Harrowmont erpressen oder einschüchtern, sodass sie nicht daran teilnehmen. Ich soll also in Harrowmonts Namen am Tornei teilnehmen, oder soll ich herausfinden, warum eure Kämpfer zurückgetreten sind? Das wäre erhellend. Aber bitte drängt nicht zu sehr, wenn sie die Gründe nicht enthüllen wollen. Um eure Loyalität zu beweisen, solltet ihr als Streiterin seiner Lordschaft am Tornei teilnehmen. Bei dem Ruf eures Ordens müssten die Ahnen euch wohlwollend gegenüberstehen. Belen würde nie mit jemandem arbeiten, der ihn derart erniedrigt. Harrowmont hätte dann bei einem Treffen mit euch nichts mehr zu befürchten. Ich melde mich beim Tornei an und finde heraus, warum sich die anderen zurückgezogen haben. Ausgezeichnet. Die Arena liegt beim Ständeviertel. Sprecht mit dem Torneimeister und sagt ihm, dass ihr für Lord Harrowmont antretet. Die wichtigsten zurückgetretenen Kämpfer waren Gwydion und Basil. Ihr findet sie in den Vorbereitungskammern der Kämpfer hinter dem Ring. Ihr müsst das vor den Kämpfen erledigen, denn mit Beginn des Torneis wird die Teilnehmerliste geschlossen. Wenn ihr nochmal zu mir wollt, ich bin in der Schenke beim Ständeviertel. Der beste Ort für Klatschgeschichten oder auch die Meldung von eurem Sieg. Oh Mann, ich hoffe halt wirklich, dass Harrowmont nichts... dass Harrowmont irgendwie die... meine Schwester beschützen kann. Aber ich befürchte fast, dass das nichts wird. Der hat uns ja auch nichts zugesagt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Aktuelle Nachrichten! Nera. Okay, wir reden noch mit Nera. So, jetzt reden wir mit Nera. Ich hoffe, ihr werdet Lord Harrowmont unterstützen. Mann. Ja, bisher war es eigentlich immer relativ einfach. Ich versuche mit Lady Days zu reden, ich will aber Harrowmont eigentlich nicht verpetzen. Das zieht sich schon zu lange hin. Okay, es beleidigt das Andenken von König Andrew. Okay, ich dachte, ich kann jetzt auch mal mit ihr reden, aber... Ja. Offenbar können wir das wirklich nur, wenn wir uns entscheiden, Harrowmont quasi in den Rücken zu fallen. Was hast du für ein Problem? Möglichkeit des Vatermords! Skandal! Tell me. Je näher an der Oberfläche man lebt, desto höher also der soziale Rang. Das gilt jedoch nicht, wenn man auf der Oberfläche ist. Ja, Alistair, du hast es erkannt. Wird erledigt. Du hast es erfasst. So, was ist denn hier? Ständeviertel. Okay, ja. Okay. Ich werde mich dem Lord anschließen. Ja. Wo ist denn das Tornei? Ich gehe mal wieder zurück ins Ständeviertel. Ich glaube, von da aus kommen wir zum Tornei durch. Wie gesagt, ich weiß, was Belen für ein Arschloch ist. Es ist zwar eigentlich Metagaming jetzt, weil ich es eigentlich hier... Oh, Moment, gehen wir noch ein paar Nacks ab. Ihr seid der beste Fänger, den ich je gesehen habe. Ihr seid... Atrastvala, ja. Meine Nackfänger. Ich kriege jedes Mal 12 Silber dafür. Ich habe Gerüchte gehört. Ja, ist egal. Ihr habt Gerüchte gehört. Mimi. Wie gesagt, das ist Meta-Wissen. Ich versuche hier zu reden. Mann! Könnte auch mehr sein. Warum das Verschweigen eurer Abstammung? Wenn's ums Verschweigen geht, müsstet ihr doch Expertin sein. Bin ich auch. Aber nach König Kaelens Tod war es doch überflüssig, damit fortzufahren, oder nicht? Mag sein. Ich hatte wohl irgendwie gehofft, alles ginge auch so vorbei. Die Wahrheit geht nicht einfach. Vorbei. Ich sagte ja nicht, dass es ein guter Plan war. So, darf ich jetzt? Weiß ich nämlich nicht mehr, wo ich war. Dankeschön.
Ich wollte eigentlich sagen, es ist eigentlich Meta-Wissen, dass Belin tatsächlich so ein Arschloch ist und dass die Gerüchte halt wahr sind. Aber es ist mir egal. Ich hoffe nur wirklich, dass wird. Ich hatte noch nie diese Situation, dass dann quasi eben die Rika, Nathias Schwester, tatsächlich eine Konkubine von Belin wird. Und, oh Mann. Okay, jetzt versuchen wir mal rauszufinden. Das Torneigelände. Blutig und sportlich. Unterhaltung für die Massen. Vom Feinsten. So, warum Basil zurückgetreten ist. Ich habe dem Torneimeister bereits gesagt, dass ich nicht antrete. Wisst ihr mich weiterhin belästigen? Ich habe euch noch nie zuvor gesehen. Ich euch auch nicht. Aber es ist doch offensichtlich, für wen ihr arbeitet. Ich unterstütze Harrowmont. Ist das, was ihr meint? Ihr arbeitet für Harrowmont? Nun, viel Glück. Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Was denkt ihr, für wen ich arbeite? Ihr wurdet also nicht hergeschickt, um herauszufinden, ob ich meine Torneianmeldung zurückgezogen habe? Dann vergesst es bitte. Wenn ihr mir sagt, was vor sich geht, könnte ich euch helfen. Also es ist so. Als ich jünger war, hatte ich etwas mit Revelka aus dem Hause Eduken. Eine Nebenlinie, weit entfernt von der Thronfolge. Ihre Familie wollte sie verheiraten und brachte sie mit einem Bimo zusammen. Aber wir haben uns weiterhin getroffen. Und jetzt werdet ihr erpresst? Ihr habt also Angst davor, dass eure Affäre auffliegt? Sie ist mit dem Erben eines bedeutenden Desch hier verheiratet. Wir hätten es längst beenden sollen, aber ich liebe sie. Wisst ihr, was das heißt? Jetzt hat Belin es herausgefunden und ich kann meinem Vetter nicht helfen. Sonst erfährt ihr Ehemann alles. Welche Beweise hat Belin? Sie haben Briefe. Liebesbriefe von Revelka an mich. Würden sie bekannt, wäre sie entehrt. Ihr Mann würde sich von ihr trennen. Und ich dürfte froh sein, wenn ich bei einem Duell ums Leben käme. Hat Belin euch selbst bedroht? Nein. Eine seiner Kämpferinnen, sie heißt Miaja. Sie hat gedroht, mich zu diskreditieren. Würdet ihr wieder kämpfen, wenn euer Geheimnis bewahrt bliebe? Das könnt ihr nicht garantieren. Der Gedanke gefällt mir, aber ich sitze wirklich ganz tief in der Falle. Ich kann die Briefe zurückholen. Das würdet ihr tun? Wie könnte ich euch danken? Es ist meine eigene Schuld, ich weiß. Aber ich hätte sie geheiratet, wenn es möglich gewesen wäre. Wenn ihr garantiert, dass die Beweise nicht bekannt werden, trete ich gerne beim Tornei an. Aber ihr müsst sie rasch finden. Mit dem ersten Kampf endet die Anmeldung. Alles klar. Okay. Das ist der erste. Das ist der Torneimeister. Mit dem wollen wir jetzt noch nicht reden. Okay, dann gehen wir mal da hoch und sprechen noch mit Gwydon. Wie ihr meint. Gwydon, da hinten steht er. Fragen wir ihn doch mal, warum er die Anmeldung zurückgenommen hat. Was macht ihr hier? Seit der Sache mit dem grauen Wächter hat hier kein Kastenloser mehr Zutritt. Steckt euer Kopf im Sand, ich bin dieser Wächter. Oh, nun, wenn die Ahnen auf euch herabgelächelt haben, steht mir keine Kritik daran zu. Ich heiße Gwydon und habe mich gerade abgemeldet. Ich spüre, die Ahnen sind mir heute nicht zugetan. Warum seid ihr zurückgetreten? Es geht nicht darum, was vorgefallen ist, sondern darum, was passieren wird. Lord Harrowmont soll den Thronanspruch bereits aufgegeben haben. Was? Belin hält dieses Tornei nur ab, damit seine Lordschaft beim Rücktritt das Gesicht wahrt. Wer erzählt denn so einen Scheiß? Das ist lächerlich. Harrowmont gibt nicht auf. Ach. Und eure Quelle für diese Aussage ist verlässlicher als ein Mitglied der Versammlung? Julin. Und ich rufe ehrenhafte Kämpfer... Was? Ja, okay. Julin und ich rufen ehrenhafte Kämpfer für Harrowmont zusammen. Ich glaube nicht, dass seine Lordschaft etwas tun würde, ohne Julin um Rat zu fragen. Julin war immer sein engster Vertrauter. Vielleicht habt ihr recht. Ich bin nur ein Krieger und habe mich immer aus der Politik der Adligen herausgehalten. Wenn ich herausfinde, dass mich Belin nur zu seinem eigenen Vorteil angelogen hat, dann werde ich... Ich werde... Doch am Turnier teilnehmen und ein paar Kopfnüsse verteilen? Vielleicht mache ich das tatsächlich. So, okay. Also ja, die Texte sind teilweise ein bisschen komisch geschrieben. Jetzt gerade eben zum Beispiel auch war Julin Punkt und ich rufe. Ich vermute aber eher, dass es eigentlich Julin und ich rufen heißen sollte, aber
Gut, die deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Wo geht's denn da hin? Da zeigt mir nämlich ein Questgeber lang. Geh mal da runter und frag mal, was da unten ist. Ah, Majas Truhe, okay. Oder Miaja. Okay, was auch immer. Gut. Was ist denn da drin? Hallo. Piotin? Wachen entfernt diesen Eindringling. Ja, ich gehe schon. Okay, und dann gehen wir mal da rein, oder? Nehmen mal die Briefe an uns. Ja, sowas Doofes aber auch. Da haben wir doch gerade aus Versehen die Post von Leuten eingepackt. Von Leuten, die bei Leuten war, die damit gar nichts zu tun hatten. Und wir reden gar nicht groß mit der Miaja oder wie sie heißt, weil, die soll uns da gar nicht mit in Verbindung bringen. Das ist alles okay. Und jetzt gehen wir zu Basil zurück und geben ihm die Briefe. Das Turnier beginnt gleich. Wenn ihr nichts gefunden habt, gehe ich jetzt. Doch, doch. Ich habe eure Briefe bei mir. Woher habt ihr sie? Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich danke euch. Es bedeutet mir ungemein viel, meine Revelka sicher zu wissen. Dann tretet ihr beim Turnier an. Ich werde mit Freuden beim Turnier für Harrimon antreten. Sehr gut, ich nochmals auch. Vielen Dank. So. Das haben wir gemacht und jetzt treten wir natürlich noch selbst an. Oh, ihr seid's. Was wollt ihr denn wieder hier? Haben die Wächter ihren Fehler erkannt und euch zurückgeschickt? Ich möchte mich zum Turnier anmelden. Ich kann euch dieses Recht wohl nicht absprechen. Ich übernehme das und schreibe euch hier in meine Liste. Möchtet ihr unter einem bestimmten Namen geführt werden? Ich bin Nadja von den Grauen Wächtern. Dann sage ich einfach Grauer Wächter. Und erspare uns beiden jede Peinlichkeit. Ja, ja. Wir haben sogar einen Platz in der ersten Runde. Seid ihr dazu bereit? Aber klar. Gegen wen trete ich denn an? Als erstes wurde euch Suwan zugelost. Er war einer der jüngsten Sieger aller Zeiten und hat den eigenen Vater schon mit 12 Jahren besiegt. Alles für das Recht, 2 Jahre vor der Zeit in die Schlacht ziehen zu dürfen. Seid ihr dazu bereit? Ja, ich wollte aber eigentlich noch sagen, dass ich für Lord Harriman kämpfen möchte, aber okay, bereit. Das wollte ich hören. Aber ich warne euch. Das ist eure letzte Gelegenheit, Vorbereitungen zu treffen, sonst geht es in den Kampf. Sobald die Kämpfe beginnen, wird die Teilnehmerliste geschlossen. Jede Abmeldung gilt als Niederlage und Missbilligung durch die Ahnen. Ja, ist okay. Habe ich verstanden. Möchtet ihr beginnen oder braucht ihr noch etwas Zeit? Die Quartiere der Kämpfer befinden sich hinter dem Ring. Worauf wartet ihr? Ich will kämpfen. Dann geht schon mal zum Ring. Ich komme gleich nach. Dies ist ein ruhmreiches Turnier unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsama. Zum Gedenken an König Endrin. Als erstes Zuan von der Kriegerkaste. Er hat Geschichte geschrieben, als er mit 12 Jahren seinen Vater in diesem Ring hier besiegt hat. Heute tritt er für den Kronprinzen Belen gegen ein Mitglied der berühmten Grauen Wächter an. Im Namen des Hauses Eduken und unseres zukünftigen Königs Belen. Okay, ich kann nicht für Lord Harriman sagen. Habe ich jetzt wirklich die Chance verpasst, für Harriman hier zu kämpfen? Egal, ihr ehrt mich mit diesem Kampf. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Ich dachte Kämpf. Nämlich, man könnte hier jetzt sagen, dass man für Lord Harriman ist. Haut der mich einfach um? Das ist aber gar nicht nett. Aber trotzdem. Das haben wir nämlich schon viel Sieger bessere Chancen. Ist der Graue Wächter! Ja, ich weiß. Ich bin gut. Nächster. Ein ausgezeichneter Beginn, Wächter. Suan unterliegt nur selten. Schon gar nicht so deutlich. Seid ihr bereit für euren nächsten Gegner? Wer ist mein nächster Gegner? Nun kämpft ihr gegen Miaja und Lukcha. Als Zwillinge durften sie immer als Einzelperson antreten. Ist ja gar nicht sie gehören zur Kriegerkaste. Aber ihre Mutter war Schmiedin, also achtet auf Miajas Hammer. Und vergesst Lukcha nicht. Sonst endet ihr wie viele andere mit einem Messer im Rücken. Seid ihr nun bereit? Und wo geht's zum Ring? Schön, dann führe ich euch hin.
Dies ist ein ruhmreiches Tornei unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsama, zum Gedenken an König Endrin. Der graue Wächter steht nun dem berüchtigten Duo gegenüber, dem Zwillingsschrecken der Kriegerkaste, die für Prinz Belen kämpfen, Viaja und Lukcha. Möge der Stein euch ehren, wenn ihr untergeht. Sicher, und möge der Staub lecker sein, wenn ich euch damit füttere. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Da brauche ich Wolf. Wir kämpfen als Reis! Und dann noch eins neue Lutschern. Halt eine Kriegerin, ne? Aber gut, Wolfie tankt und ich backstabbe. Oh, Sieger ist der graue Wächter! Und ihr Hauswolf. Nun, das war ein aufregender Kampf. Zwei gegen einen. Und ihr habt sie beide problemlos besiegt. Aber klar. Seid ihr bereit für euren nächsten Gegner? Ich brauche erstmal eine Pause. Nun gut, wir warten. Weil ich hier die Abklingzeit schnell außerhalb des Kampfes, weil so intelligent ist das Spiel leider nicht, dass es dann merkt, ah, okay, der neue Kampf beginnt, ich setze alle Abklingzeiten zurück. Und ich weiß nicht, ob ich Wolfi brauche, deswegen möchte ich hier die Abklingzeit mal noch ein bisschen, ne, bisschen abklingen lassen. Dauert nur einen ganz kurzen Moment und dann können wir weitermachen. Einfach, weil ich nicht weiß, ob ich den Wolf gleich wieder brauche. Ich würde mir hier auch wünschen, dass man auch Alistair zum Beispiel in den Kampf schicken kann oder irgendeinen anderen Gefährten. Einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt hier einen Heilmagier spielen würde, hätte ich keine Chance. Also klar, auch ein Heilmagier hat hier ein paar Angriffszauber und so. Aber trotzdem, ja. Gut, ihr Gut. seid zurück. Ich wollte euch schon suchen lassen. Ich bin einfach nur seid vor dir rumgestanden und hab Die gewartet. Menge will doch einen Sieg sehen. Ja, ich bin trotzdem einfach nur vor dir gestanden. Ich möchte mit meinem Kampf Paramount unterstützen. Ah, jetzt kann ich sagen, ja super. Reicht es nicht, ein Wächter zu sein? Müsst ihr euch jetzt noch in die obersten Ränge der Gesellschaft hineindrängen? Ja, muss ich. Schon gut. Ihr habt nun mal das Recht dazu. Ich werde das erwähnen, wenn ich euch ansage. Wollt ihr jetzt hineingehen? Die Menge wird bereits unruhig. Bereit und voller Erwartung. Das wollte ich hören. Aber ich warne euch. Das ist eure letzte Gelegenheit, Vorbereitungen zu... Sobald haben wir alles schon möchtet gehört. Ihr beginnen oder braucht ihr Nein. noch etwas Zeit? Nein, los Dann jetzt. Geht schon... Dies ist ein ruhmreiches Tornei unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsama, zum Gedenken an König Endrin. Paramons Streiterin hat den Stein leergeräumt. Aber kann sie auch gegen die Lieblinge der Ahnen bestehen, die stummen Schwestern? Das sehen wir jetzt, wenn der Wächter gegen Lady Hanneschen antritt, die sich Paragon Astis dem Grauen durch Herausschneiden ihrer eigenen Zunge bewiesen hat. Sie kämpft heute für Prinz Belen. Für Harrimond, den nächsten König. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Maul. Wolfi. Schurken sind schon leicht overpowered. Sieger ist der graue Wächter. Ne? Und gegen wen darf ich jetzt kämpfen? Paramond wird erfreut sein, Wächter. Die stummen Schwestern haben Belen viel Unterstützung eingebracht. Seid ihr bereit für euren nächsten Gegner? Ja, okay, ich brauche Wolfi, glaube ich. Großartig. Gehen wir. Ich denke, ich werde Wolfi nicht brauchen. Dies ist ein ruhmreiches Tornei unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsama. Zum Gedenken an König Endrin. Diese Runde ist der Paarkampf. So wie Kiotschet an König Bloadliks Seite unser Reich verteidigt hat, haben die Zwerge immer schon zum Zweit gekämpft. Wojciech Ivo, Meister aller Waffen, Kenner aller Tricks, hat noch nie zweimal auf dieselbe Art gesiegt. Was wird er uns heute zeigen? Und kann er den Sieg für Prinz Belen erringen?
Grauer Wächter, wählt euren Partner. Denn ihr tretet gegen Wojciech Iwo und Valance an. Für Harrowmont wähle ich Basil zu meinem Partner. Ihr ehrt mich. Wer als Letzter noch steht, ist der Sieger. Kämpft! Ich hätte jetzt natürlich auch Morrigan oder irgendwen nehmen können. Oh, die Abklingzeit wird doch zurückgesetzt. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber das ist natürlich jetzt hier eine epische Schlacht und für Harrowmont und so. Einer tot. Und der zweite tot. Wir sind einfach immer wolfig. Sieger ist der graue Wächter. Wojciech Iwo ist einer der besten, die hier je gekämpft haben, Wächter. Harrowmont hat eine kluge Wahl getroffen. Seid ihr bereit für euren nächsten Gegner? Ja, grundsätzlich schon, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, Cliffhanger, ne? Ich weiß. Ciao, ciao.